Hi, herzlich willkommen zu unserem allerersten YouTube-Video. Heute werden wir das neue Eventuri, den neuen Eventuri Luftsammler einbauen und werden das gleich noch verfolgen, wie wir dafür die Geräuschmessung machen. Das heißt, wir gucken uns erstmal das Teil an, dann bauen wir es ein, dann nehmen wir euch auch mit und dann nehmen wir euch noch mit zur Prüfstelle und machen die Geräuschmessung. Wir fahren mit dem Auto jetzt Serie einmal unsere Bundesstraße hoch und dann, wenn es umgebaut ist, nochmal und gucken, ob wir da den versprochenen Geräuschunterschied erhöhen. Kurz zum Auto, das ist mein Freund Lars, der ist extra von der Insel Sylt mit seinem Kumpel Luca gekommen, der sich gerade erklärt hat, hier hinter die Kamera zu stellen. Moin! Unser erstes YouTube-Video zu machen quasi. Ist alles so ein bisschen spontan. Ich hoffe, dass das hier am Ende mit der Qualität auch so klappt. ja, auf jeden Fall ein wunderschönes Auto. E92 M3. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt erstmal ins Auto ein, fahren los und dann quatschen ein bisschen, warum du dieses Auto fährst. Hört sich gut an. Okay, wir fahren einmal hier unsere Strecke hoch und runter und nehmen nochmal das Geräusch auf, wie das Auto jetzt ist. Vielleicht kannst du uns ja einmal kurz sagen, wie ich dazu gekommen bin. Ja, wer du bist. Und ja, also ich bin Lars, ich komme von Sylt, aus dem ganz hohen Norden. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich mein Berliner Sylt-Nachbar, der ein E92 hatte, da war ich 19. Und ja, mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen und der hat mir dann rechts rum, ne? Links. Links rum. Mhm. Und der hat mir dann, ja, während er Urlaub gemacht hat, durfte ich dann mal seinen E92 fahren. Da war ich natürlich als 19-Jähriger voll infiziert. Und ja. Dafür gab es für mich dann nichts anderes mehr wie dieses Auto. Und ja, dann habe ich festgestellt, ich muss sparen. Habe alles zur Seite gelegt, habe ich Luca kennengelernt. Dann haben wir zusammen unsere Firma gegründet. Und dann bin ich in der Zeit nur Fahrrad gefahren und Roller. Ja, und habe mir dann in 6 Jahren hart Ersparnis und in harter Arbeit mir dieses Auto zusammengespart. Ja. Okay, also du hast dich in den E92 M3 verliebt. Das ist ja auch eigentlich ein ganz besonderer M3. Richtig. Den gab es ja nur einmal mit V8. Genau, das und war mir halt wichtig. Und dieses Ansauggeräusch, Einzeldrosselklappensteuerung, das ist alles irgendwie, ja, reiner M-Sport. Ja, genau. Ist halt einer der, also das ist der letzte nicht aufgeladene. Und es gibt ja auch viele, die das und halt... einer der letzten Motoren, der auch extra für dieses Auto halt entwickelt worden ist. Ja. Und heutzutage ist halt alles ein bisschen anders. Ja, ja. Ist halt noch ein richtiger rassiger Sportwagen an der Stelle, ne? Wenn du, also wie gesagt, wenn du schnellst, ist ja nicht, von, ja, wenn du auf der Geraden bist, aber Kurvenlage und Feeling und Emotionen, ne? Ja. Ist halt ganz weit oben. Ja, auf jeden Fall der E92 M3 ist ja auch nicht dafür bekannt, dass er irgendwie groß nach oben streut, sondern eher nach unten. Genau. Also es ist schon eine kleine Diva, so, ja, ne? Auf jeden Fall. Aber dafür halt ein richtiger rassiger Charakter. Links. Wir fahren ja mal links auf diese Schnellstraße. Was hast du am Auto bislang gemacht? Ein paar Carbon-Teile, Heckspoiler, Frontspoiler und Diffusor. KW Gewindefahrwerk, die original GTS-Felgen habe ich drauf gelassen, Lenkrad habe ich gemacht und Auspuff. Ja. Ja. Auspuff habe ich halt selber entwickelt. Ja. Wie kommst du dazu? Also ja, ich bin vom Beruf her halt Schlosser, Metallbauer. Und ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Auspuff, weil es schwierig ist, Klappenabgasanlagen für den E92 zu kriegen, weil die sind dann alle irgendwie mega laut und mit Klappe immer noch so ein bisschen laut oder halt mit Klappe zu mega leise und mit Klappe auf nicht so richtig laut. So, das ist halt, der Unterschied ist halt nicht extrem groß. Und ich habe es jetzt halt so gemacht, dass wenn die Klappe zu ist, der leise ist wie Serie, also du hörst wirklich gar nichts und Klappe auf ist einfach nur, ja, nur Rohr. Ja, so, ja, so wie man das mag, ne? Genau. So, jetzt ist die Klappe zu, dann hören wir mehr vom Motor. Das ist halt noch ein richtiger Sound, ne? Der M4, der hat halt nicht mehr so einen schönen Sound. Ja, auch Indoor-Sound nenne ich das jetzt auch mal, ne? So, also dieser Innenraum-Sound, der ist halt wirklich echt, da ist nichts animiert über irgendwelche Boxen oder so, ja, sondern das kommt halt wirklich von vorne. Ja. Und das fasziniert mich halt so. Ja. Eine Eventuri ist ja hier auch schon drin. Richtig. Eventuri-Ansaugung, genau. Und diese Motorabdeckung, die soll ja auch schon ein bisschen was an Sound bringen. Konntest du da, also würdest du sagen? Auf jeden Fall, weil dieser Kunststoffdeckel, der hat natürlich eine Materialstärke von 3-4 mm, der ist natürlich relativ dick. Ja. Und das Carbon ist
ganz dünn, nimmt die Schwingung ganz anders wahr. Und also alleine nur der Deckel hat richtig viel gebracht. Ja, wenn wir nachher den Luftsammler einbauen, dann bin ich mal gespannt. Die Jungs in England haben ja gesagt, das ist wie ein E46 CSL, soll sich das anhören. Ne? Da hört man die Mechanik nochmal richtig schön und ja, freue ich mich. Eine kleine Tunnelfahrt hier. Der Sound ist echt mega. Ja. Es gibt wenige Motoren, die schöner klingen, oder? Ja, das ist gar nichts, ne? Eieiei. Herrlich. So, wir bauen jetzt den Luftsammler ein und filmen das noch so ein bisschen im Zeitraffer für euch mit und ja, machen das mal fix. Geschafft. Alter, du brauchst indische Kinderhände dafür. So. Ja, jetzt muss hier hinten muss jetzt ein Schlauch abgezogen werden. Genau. Hier hinten an der einen Seite. Ja. Der muss abgezogen werden, ja. Und dann können wir schon die Schellen lösen. Ja. Da sind die Schellen auf jeden Fall. Ah, jetzt hab ich. Ist das der letzte oder ist das der? Das ist der sechste. Der letzte wird nicht abgefuckt. Das ist 7 und 8. Da hinten, der letzte wird abgefuckt. Der ist ganz hinten. So. Und jetzt Magic Moment. Wir heben jetzt leicht an. Und dann ist da noch eine Leitung von unten. Genau, richtig. Genau, hier unten ist noch eine. Ja, genau. Das ist wieder so ein... Zack, die ging einfach. Genau, da hinten ist dann... Ja. Tada! Wunderschön. Ja, einfach. Das ist halt einfach... Was gibt's heute nicht mehr, ne? Genau, das ist nämlich das. Das ist einfach das, was den Sound macht. Eine Einzeldrosselanlage, schön Drosselklappe, je Zylinder. Das macht halt den Charakter aus an dem Auto. Und das ist fast schon wie so ein bisschen Kunst, ne? Also, hier haben wir nochmal das ganze Eventuri-System. Das Teil ist ja schon bekannt. Das ist die Ansaugung, die wir schon haben. Mit dem Deckel für den Filterkasten, den haben wir jetzt hier schön mal liegen. Ansaugung sitzt hier normalerweise drin. So, glaube ich. Ne? So. Und der Deckel kommt dann drauf. Und das ist eben das neue Teil, was das ganze Kit quasi komplettiert. Die Ansaugung sitzt hier vorne drauf. Und ja, das kommt die Tage auf den Markt. Wenn wir das Video online stellen, dann wird es schon verfügbar sein. Und dann haben wir halt ein ganzes Set. Was Eventuri hierzu halt sagt, ist, das Teil macht jetzt keine Leistung. Es ist nicht zu erwarten, dass der Luftsammler einfach Leistung macht. Es ist ein reines Teil für Sound und für Optik. Kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er das haben will oder nicht. Eventuri, die Erfahrung, die sagen, dass das Teil, wenn man das Teil in den M3 einbaut, dann klingt der wirklich wie der E46 CSL, so richtig kernig. Man hört die Einzeldrosselanlage, man hört die Mechanik richtig gut. Das werden wir nachher rausfinden. Das Teil wird auch im Teilegutachten von dem Ansaugsystem integriert. Deswegen fahren wir nachher zur Geräuschmessung, damit wir da auch alles safe haben. Und dann ist das ganze Kit auch hier, die Abdeckung wird dann auch mit aufgenommen. Dann haben wir ein Teilegutachten für alle drei Teile. Eine spannende Frage ist, wir wiegen die beiden Sachen mal, ist ja Carbon, ist ja vielleicht leichter. Wir haben hier unsere Paketwaage und hier oben sehen wir das Ergebnis. Ja, das Teil wiegt genau 5 Kilo. Und dann, Lars, gib mir nochmal bitte kurz das Carbon-Teil. Zärtlich hier draufstellen. Also,
1,3 bis 1,4 Kilogramm Gewichtsersparnis am Luftsammler. Ist, glaube ich, kein Verkaufsargument, aber hey, es ist leichter. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir es ein und sehen zu, dass wir nochmal auf die Straße kommen. Eingebaut. Das war gar nicht so schwer, ne? Nö, waren jetzt gute dreiviertel Stunde. Dafür, dass man es noch nie gemacht hat. Ja. Hat das sehr gut geklappt. Also ja. Mit einem kleinen Krankasten. Super einfach. Hätte ich nicht gedacht. Kann man zu Hause machen, ne? Das ja. Ist keine große Operation, kein Akt. Und jetzt fahren wir mal auf die Straße und gucken, ob das Geräusch anders ist, ne? Ja. Okay, dann lass los. Ja. So, spannende zweite Fahrt. Jetzt versuchen wir mal nicht in Stau zu kommen. Alter Fall, das waren nur 4000 Umdrehungen. Alter Verwalter. Auf jeden Fall, ne? Es ist so deutlich, deutlich präsenter, würde ich sagen. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit so einem krassen Unterschied. Ja, also, ja. Das ist wirklich beachtlich. Ja, das macht richtig Laune, ne? Es ist richtig harter Unterschied. Ja. Das ist mal Motorsport, ey. Ja. Also wie ist deine Meinung? Sagst du, ist auf jeden Fall... machen, ne? Aber sowas von. Ein lohnenswertes Soundupgrade. Ja. Das ist jetzt mit Klappe offen, Klappe zu. Oh, alles klar, Klappe zu. Ja, jetzt hat man nochmal beides mehr, ja. Von vorne und von hinten. Aber ich muss sagen, man hört von vorne jetzt auf jeden Fall viel mehr, auch wenn die Klappe auf ist. Ja, definitiv. Das ist geil! Ey, ohne Witz, das ist der Hammer. Alter, das ist krass. Schön. Ich würde sagen, jeder, der sowas geil findet, so ein bisschen was Kernigeres, ein bisschen mehr Rennsport-Feeling, top. Okay, dann gehen wir mal das Auto ein bisschen waschen. Bis gleich. Wir sind jetzt in Hagen auf unserer Teststrecke. Wir machen jetzt hier mal so eine Vorabgeräuschmessung, dass alles klappt und dann im Nachgang wird natürlich nochmal auf ISO-Asphalt richtig korrekt gemessen und das Auto geht auch nochmal auf den Abgasprüfstand, dass hier alles sauber ist, dass alles fürs Gutachten vorbereitet ist. Und wie gesagt, jetzt gucken wir erstmal in so einer ersten Messung, ob noch nachgearbeitet werden muss oder ob das alles so, wie es ist, passt. Gut, dann fangen wir an.
Fest erfolgreich abgeschlossen. Wie schon gedacht, ist kein Problem, kriegen wir alles mit ins Gutachten aufgenommen. Jetzt müssen noch die richtigen Messungen gemacht werden, aber schon mal gut zu wissen, dass das Produkt jetzt so konform ist. Wir machen jetzt noch ein paar Aufnahmen für euch, einfach weil das Auto hat echt einen super geilen Sound. Die Strecke ist hier ganz, ganz angenehm, deswegen wir filmen hier gleich noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. So. Das ist nicht normal.